man das auch zum Vergleich sehen hier, auch auf Tagesbasis. Da sind wir also schon längst aus der Wolke raus. Ja? Also hier diesen Aufwärtstrend, den wir auch hier seit Ende Dezember oder in diesem Jahr hatten, haben wir schon längst verlassen. Wir sind auch schon aus dieser Wolke nach unten durch und haben hier also schon deutlich korrigiert. Da sehen im Gegensatz dazu sehen die amerikanischen Indizes, sei es der S&P 500, noch deutlich bullischer aus. Ja, also wir haben hier auch diesen klaren Aufwärtstrend hier schon seit mehreren Monaten und korrigieren jetzt hier ein bisschen seitwärts aktuell. Also so kann man das auch mit dem Indikator Ichimoku gut einordnen, in welcher Marktphase wir uns aktuell befinden. Auch egal, welche Zeiteinheit man da benutzt. Jetzt kam eine Frage dazu, und zwar, ob das auch für Euro-US-Dollar funktioniert. Ja, das ist so. Also ich denke jetzt, Sie sprechen auch hier Ichimoku an. Also das funktioniert auch bei Euro-US-Dollar. Zeiteinheit, wie gesagt, es funktioniert dort auch auf verschiedenen Zeiteinheiten. Man kann das natürlich dann miteinander auch kombinieren, um ein Gesamtbild zu bekommen. Euro-US-Dollar, muss ich mal gerade schauen, hier auf Tagesbasis. Ist gerade momentan recht schwer. Ja, also wir sind hier so sehr volatil und befinden uns jetzt auch aktuell in der Wolke, könnten jetzt dann aus der Wolke ausbrechen nach oben. Ja, aber man sieht ja auch hier in der Vergangenheit, wir hatten also hier auch starke Abwärtstrends, also da ging es von über 1,42 auf 1,27. Also da hätte man schon klare Trends hier auf Tagessicht jetzt mitnehmen können. Wie gesagt, auf kleineren Zeiteinheiten ebenso. Eine weitere Frage, und zwar Interpretation der Zukunftswolke. Ja, das ist auch eine interessante Frage. Wir sehen ja, dass hier auch was in die Zukunft prognostiziert wird. Das heißt, jetzt müsste ich mir mal anschauen, Apple ist wahrscheinlich jetzt hier auch ein gutes Beispiel. Ja, hier. In dem Falle ist hier dieser Bereich, diese Wolke eine gute Unterstützung des noch intakten Aufwärtstrendes. Das heißt, wir sehen eigentlich, dass der Kurs, der könnte jetzt hier noch an der Wolke abprallen und wieder nach oben gehen oder sich zumindest innerhalb der Wolke noch weiter bewegen. Das ist so ein Indiz im Prinzip, solange halt diese Wolke jetzt nicht unterschritten wird, sind wir noch in einem Aufwärtstrend und würden das jetzt so interpretieren, dass wir praktisch die Wolke jetzt in dem Fall hier als Unterstützung nehmen. Beziehungsweise wenn der Kurs unterhalb der Wolke ist und wir sind in einem Abwärtstrend, wäre das dann Widerstand. Und oft wird halt auch beobachtet, dass die Wolke auch als solches fungiert. Ja, also dass die Kurse teilweise da auch wirklich schon mal abprallen. Ist nicht immer der Fall, aber teilweise kann das beobachtet werden. Ja, wann erfolgt der Ausstieg? Ja, also es gibt, wie gesagt, hier noch mehrere Trading-Regeln. Ich will jetzt hier nicht so detailliert noch darauf eingehen, aber nur ganz kurz am Rande. Wie gesagt, wir haben ein eigenes Webinar dazu. Zusätzlich zu dieser Wolke sehen Sie ja hier im Apple-Chart jetzt als Beispiel auch die blaue und die rote Linie, also die Sie hier sehen. Das ist die Tenkan-Sen und die Kyun-Sen-Linie. Und ein Kaufsignal ist das, wenn jetzt die rote Tenkan-Sen-Linie die blaue Kyun-Sen-Linie von unten nach oben kreuzt. In dem Falle wäre das also dann hier der Fall gewesen bei dieser Kreuzung. Ein starkes Kaufsignal ist das, wenn das oberhalb der Wolke passiert. So, und wir würden jetzt in dem Falle die Position schließen, beziehungsweise uns gegebenenfalls absichern in dem Moment, wo das Gegensignal erfolgt. Ja, und das ist jetzt hier gerade gewesen. Ich gehe mal etwas näher hier ran. Also hier war das Gegensignal. Hier ist jetzt die Tenkan-Sen-Linie von oben. Also die rote Linie hat von oben die blaue Linie hier gekreuzt. Und da hätten wir jetzt in dem Moment jetzt hier eine Position geschlossen. Würden aber, sobald das
sich wieder jetzt bullisch nach oben bewegen würde und das Gegensignal kommt jetzt, das wäre ein starkes Kaufsignal, wenn wir uns noch oberhalb der Wolke befinden und jetzt hier die Gegenkreuzung erfolgt. Ja? Aber diese Linien geben mir praktisch Signale, wann wir aussteigen oder in Position schließen. Okay, jetzt zurück zu den Folien, das hier nur ein bisschen noch zur Einführung, was man alles so ein bisschen aus dem Indikator halt lesen kann. Man kann da noch viel mehr zu sagen, also es gibt auch komplette ganze Bücher dazu, da kann ich auch halt das Buch von Karin Roller empfehlen, die das geschrieben hat, das erscheint, ist im Finanzbuchverlag erschienen. Wir haben in unserem Buch auch den Indikator vorgestellt, in dem Buch So optimieren Sie Ihr Trading. Das heißt, Sie können auch dort Strategien mit dem Ichimoku-Indikator nachlesen. Sie können nachlesen, wie der Ganze funktioniert. Ist ein kleiner Teil unseres Buches. Und darüber hinaus haben wir halt auch automatisierte Handelsstrategien, die auf diesen Indikator basieren, getestet und ausgewertet. Ja, jetzt kam gerade die Frage dazu, wie ist die Wolke entstanden? Also ist halt, die wird halt auch berechnet. Wie gesagt, Details dazu in unserem Buch und halt auch in unserem Webinar zum Thema Ichimoku Trading. Ich mache weiter hier zu der Strategie. Sie können mir auch gerne noch eine E-Mail dazu speziell schreiben, dann kann ich da detaillierter darauf eingehen. Aber das würde jetzt hier den Rahmen des Webinars sprengen, wenn ich die einzelnen Berechnungen noch hier erläutern würde. Okay, wir haben hier also Ichimoku und Fibonacci miteinander kombiniert. Das heißt, wir gehen hier nach den bestimmten Regeln oder Kauf- und Verkaufssignalen vor. Das heißt, in dem Fall haben wir jetzt folgende Situation. Wir sehen den Kursverlauf, wir sehen die Wolke, wir sehen, der Kurs geht jetzt hier in den eingerahmten roten Kreis von oben nach unten durch die Wolke und liefert in dem Fall ein Verkaufssignal. Ganz kurz noch, weil wieder eine Frage kurz im Chat kam, und zwar, auf welcher Plattform sind bei Ihnen Ihre automatisierten Handelssysteme oder sind bei Ihnen automatisierte Handelssysteme möglich? Aktuell können Sie die Plattform MetaTrader nutzen, um automatisiert zu handeln. Darüber hinaus haben wir bei CapTrader die Möglichkeit, sämtliche unterschiedliche Plattform auch noch anzubieten. Also sprich, es gibt ja Softwarelösungen wie Ninja Trader, wie Trade Signal, wie Multicharts und so weiter. Die können Sie über die API-Schnittstelle anschließen und dann können Sie über diese Plattform im Prinzip bei CapTrader alles automatisiert handeln, Nano Trader und so weiter. Demnächst kommt der Arjuna Trader. Wir arbeiten dort mit dem Programmierer sehr eng zusammen. Infos dazu können Sie auch über uns anfordern. Muss ich mal gerade gucken. Ja, den Arjuna Trader oder Infos dazu finden Sie. Sekunde. Auf der Seite www.tradeescort.com. Ich schreibe das hier mal eben rein. Mit dieser Plattform, also es ist auch eine Handelsplattform, die auch in Zusammenarbeit mit Michael Vogt erarbeitet wurde, das sehen Sie hier unten links, von Tradern für Trader. Wir sind da als Partner hier aufgeführt mit CapTrader und FXFed. Da können Sie sich gerne auch hier an den Entwickler wenden. Es gibt dort eine Demo-Version zum Testen. Ja, und es soll auch demnächst möglich sein, dass wir diese Plattform bei FXFed anbinden. Daran wird noch gearbeitet. Aktuell lässt die sich schon bei CapTrader anbinden und über diese Plattform kann man halt auch automatisiert handeln, auch sehr einfache automatisierte Systeme selber erstellen. Da werden auch dann demnächst noch Webinare zu dem Thema folgen. Wenn Sie, wie gesagt, auf der Invest sind, kommen Sie da zu unserem Stand. Arjuna Trader wird dort auch einen Stand haben und da wird das Ganze auch näher erläutert. Okay, das zu der Frage zum automatisierten Handel.
Eine Frage kam noch zu MetaTrader 4 gerade auf, ob es dort auch Elliott Wave System gibt. Ja, im Prinzip gibt es bei MetaTrader 4 tausende von Expert Advisors, also von EAs, also sprich automatisierten Handelssystemen. Und auch zu Elliott Wellen gibt es definitiv auch was. Da gibt es riesige Foren, die dort voll sind mit Strategien. Da müssten Sie einfach mal etwas surfen im Internet und danach und praktisch explizit suchen. Da finden Sie bestimmt einiges. Also wir empfehlen jetzt keine speziellen Expert Advisors. Wie gesagt, das muss jeder Kunde selber testen, auch natürlich gucken, auf welche Zeiteinheit er die anwendet und die dann ausgiebig testen, um zu bewerten, ob das vernünftiges System ist oder nicht. Wie gesagt, in unserem Buch haben wir auch automatisierte Handelssysteme getestet und ausgewertet. Es gibt da zig Strategien, wie man die optimieren kann, ob man die mittels Stop-Loss optimiert mit Pyramidisieren und so weiter und so fort. Also das haben wir alles ausführlich in unserem Buch beschrieben und auch darauf hingewiesen, was man beachten sollte, wenn man automatisiert handelt. Ja, also das ist nicht gesagt, dass wenn man einfach nur eine automatisierte Strategie jetzt anschließt und auf Start drückt, dass die dann Gewinne abwirft. Ja, also das sollten Sie im Hinterkopf behalten. Da gibt es viele Sachen zu beachten. Und es gibt auch sehr große Unterschiede von den einzelnen angebotenen Expert Advisors bzw. automatisierten Handelssystemen. Okay, zurück zu dieser Strategie. Wir schauen jetzt hier, ich sehe schon, die Zeit ist etwas fortgeschritten. Wir haben also jetzt hier ein Verkaufssignal hier, wo der Kurs die Wolke verlässt. Ja, wir gucken auch noch, das ist auch noch ein Handelsansatz, wir gehen die 26 Perioden zurück, sehen also jetzt hier diese gestrichelte Linie, das ist der Kursverlauf zurückprojiziert. Der Kurs ist also in dem Fall jetzt hier oberhalb dieser zurückprojizierten Kurve. Ja, gehen also Short, setzen einen Stop-Loss oberhalb des Hochs, des letzten Hochs. Sehen, der Kurs geht nach unten, bildet hier ein Tief aus in diesem Bereich, geht dann wieder nach oben. Und sobald sich dieses Tief hier ausgebildet hat, dass wir also wirklich von einem Tief sprechen können, zeichnen wir Fibonacci-Retracements ein, und zwar ausgehend von dem letzten Hoch, ja, bis zu diesem Tief. Ja, also dieser Bereich sind die 100%. Ja, also das Tief hat sich ja jetzt ausgebildet, indem die Kurse wieder nach oben gehen. So, und in der Regel gibt es hier eine Korrektur von diesem Tief, was in dem Bereich von 50% oder 61% liegen kann. In dem Fall ging es bis zu 50% hier zurück, ja, von diesem Tief. Und dort gehen wir also die zweite Short-Position ein, an diesem Fibonacci-Retracement. Und haben jetzt ein Kursziel, wie es hier unten steht, bei 127%, ja, ausgehend von hier oben bis hier in diesem Bereich. Ja, also das ist eine Trading-Strategie, wo wir Ichimoku und Fibonacci miteinander kombiniert haben. Also wie gesagt, diese Wolke liefert uns das grobe Grundgerüst, um zu sehen, in welche Richtung wir auch traden wollen. Und sobald wir jetzt hier eine Bewegung hier identifiziert haben um 100%, warten wir auf eine Korrektur und shorten dann in diese Korrektur herein mit einem Kursziel hier bei minus 27 bzw. bei 127. Ja, in dem Fall hier kann man das nochmal sehen. Also wir sind ab hier short gegangen und das Kursziel wurde erreicht. Ja, hier ist das nochmal ein zweites Beispiel. Der Kurs geht hier durch die Wolke durch nach unten, bildet hier ein Tief aus und nachdem das Tief ausgebildet wurde und der Kurs etwas korrigiert hat, ja, bis in diesen Bereich des 38er Retracements, hier dieser gelbe Bereich, dort